Hallo, ich möchte euch heute zeigen, wie ich im Kubi Kohlrabi ernte. Dazu habe ich für euch vorher mal zwei Tipps. Der erste Tipp ist, ihr solltet den vorher nicht zu früh einpflanzen. Die beste Kohlrabi-Zeit ist der Mai, weil da ist man dann sicher, dass er keinen Frost mehr abbekommt. Sobald der nämlich Frost abbekommen hat, bildet der leider keine Knolle mehr. Ihr könnt den auch früher, wenn ihr ihn da einpflanzt, mit Vlies schützen, funktioniert auch wunderbar. Dann bildet er auch eine Knolle. Er darf halt einfach nicht zu kalt werden. Und Tipp Nummer 2 ist, es gibt unheimlich viele verschiedene Sorten. Das heißt, es gibt einen grünen Kohlrabi, einen blauen Kohlrabi, es gibt sogar einen lilanen Kohlrabi und die schmecken natürlich auch alle ganz unterschiedlich. Das heißt, ihr könnt ausprobieren, was euch persönlich am besten schmeckt. Und auch wichtig zu wissen, wenn der Kohlrabi holzig schmeckt, dann liegt es oft daran, dass ihr ihn zu spät geerntet habt. Das heißt, einfach mal gucken im Internet zum Beispiel, wann ist denn für diese Sorte die richtige Erntezeit? So, und viele haben mich gefragt, wie zum Henker tut man denn Kohlrabi vertikal anbauen am Kubi? Wie kriegt man denn den aus den Löchern raus? Ja, gar nicht, Leute. Ganz einfach, weil der wächst nämlich außen. Ich kann es nämlich beweisen. Kommt mal mit! Das ist der Kohlrabi Superschmelz, schmeckt super lecker und wird super riesig, darum heißt er wahrscheinlich auch Superschmelz. Und den werde ich jetzt gleich ernten. Ich werde versuchen, den abzureißen. Wenn das nicht klappt, dann probiere ich es mit der Gartenschere. Dann werden wir doch jetzt gleich mal sehen, ob das klappt. So, also und ruck. So, ein bisschen drehen. Das ist ja ein riesiger Teil. Und ihr seht schon, das ist ein Wahnsinnsstrunk. Diesen Strunk, wenn der im Kubi überbleibt, den könnt ihr übrigens reindrücken. Oder ihr könnt versuchen, ihn rauszuholen. Ihr braucht aber nicht das ganze Wurzelwerk mit rausholen. Das darf im Kubi bleiben. So, ich werde jetzt diesen Kohlrabi hier nämlich wiegen. Und dazu werde ich vorher die Blätter abreißen. Die Blätter, die können wieder mit in den Kubi mit rein, in den Kubi-Kompostschacht. Da wird es nämlich wieder wunderschöner Dünger für meine anderen Pflanzen. So. Die jungen Blätter, die kann ich dann für den Salat verwenden. Die mache ich jetzt aber zum Wiegen auch noch mit ab. So, na dann, schauen wir mal. Alles klar. 925 Gramm Kohlrabi. Na, das ist doch mal ein gutes Abendessen. Ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg mit eurem Kubi und eurem Kohlrabi. Wie gesagt, Superschmelz ist eine klasse Sorte, kann ich sehr empfehlen. Auch die Lilanen sind zum Beispiel sehr schön, sieht toll aus. Ja, und dann macht's gut. Ciao!